Achso, jetzt kann ich das nicht anständig rüberkopieren. Nee, jetzt wieder einfach Next Level. Gut. Dann drehen wir das jetzt nach oben, damit das läuft. Kann ich von hier oben bauen. Ich hab ja Zwergsdrohnen, die für mich Sachen setzen. Ja. Das ist echt praktisch, ne? Ja, und dann brauchst du danach theoretisch gar nicht mehr hin und her verteilen, weil es ja schon ausgeglichen ist sogar. Ach so. Ja, stimmt. Sparst du dir das sogar extra noch. Ah, mega gut. Hey, Horny! Horny! Dankeschön! Alter, 48 Monate. Ich danke dir vielmals für den lieben Support, ey. Dankeschön. So, jetzt lassen wir das mal ein bisschen laufen hier, das Gerät. Dann müssen wir es nur noch unten von unten anständig rüber verteilen. Das ist dann so ein Code Blue-sches Ding, glaube ich. Absolut keine Ahnung, was wir hier tun. Ich auch nicht. Ich ja, auch nicht. Das schon. Ich glaube auch nicht. So. Warte mal, das schaut ja, doch eigentlich viel cooler aus, wenn wir das so machen würden. Nein, nicht so. So wie oben. So. Oh. Hm? Absolut keine Ahnung. Ja, wir müssen das irgendwie hinbekommen, Koblu, dass das von unten geschmeidig nach oben kommt. Unten geschmeidig nach oben kommt. Also das, was wir jetzt quasi unten schon haben, ja, dass wir die, dass alle Montageanlagen quasi Vollgas arbeiten. Das ist das Ziel für das Ding. Aber wir kriegen jetzt gerade nur die Hälfte rein aktuell. Das ist natürlich wenig gut. Ist natürlich zu wenig. Das stimmt schon. Nix gut. So, oben ist jetzt gleich alles angeschlossen. Dann passt das. Das heißt, das Teil läuft jetzt Vollgas. Und verteilt schön. Ja. Okay, dann staut sich das. Jetzt müssen wir das von unten irgendwie so hindeichseln. Genau, damit unten, genau so. Ja, perfekt. Dann nehme ich das jetzt hier auf der anderen Seite und ziehe die Bänder wieder hoch. Das klingt gut. Warum geht das hier nicht? Hä? Ist da irgendwie ein Baum oder so? Warum komme ich da nicht durch? Aus irgendeinem Grund kommt. Ach, das Wasser oder so, ne? Ja, das ist ein so ein kleines, kleines Ding, das nicht will. Das ist natürlich unangenehm. Wahrscheinlich nicht 100% ideal, aber. Das passt doch wunderbar. Läuft jetzt alles wieder? Ah, eben noch nicht. Nicht ganz, ne? Dann oben nochmal verteilen lassen. Schauen wir gerade. Ja, das kriegen wir schon hin, ja. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall ganz gut was oben an. Der Zug fährt mit 20.000 fährt er los. Der nächste steht schon da. Ah, wie der einlädt. What? Können wir auf 120 setzen, das passt schon. Okay, also hier oben schaut es gut aus.
Schauen wir mal, Koblu macht das schon. Jetzt schaut es noch besser aus, ne? Ja, ich glaube, jetzt arbeitet alles. Oben müssen wir es noch machen, aber ansonsten arbeitet jetzt alles. Das sieht jetzt vernünftig aus. Okay. Ja, jetzt kommt er ans Limit hier da oben. Okay. Ja, aber auch der hat über 20.000 Kabel mittlerweile anliegen. Das ist schon mal eine deutliche Steigerung zu dem, was wir vorher hatten. Lass uns das mal angucken. Wir produzieren Kupferkabel. Und wenn man die Produktion der letzten Stunde anschaut, wir produzieren jetzt aktuell 8.000 Kupferkabel die Minute, 8.100. Und wir brauchen aber 8.200 baseweit. In den letzten 5 Sekunden ist es aber unsere Produktion höher gewesen. Also ich glaube, das kriegen wir jetzt gerade ganz gut hin. Ich denke, das passt soweit. Die Frage ist, kommt jetzt da der nächste Zug schon wieder von oben an? Die stauen gerade, weil... Hä? Wie konnte der jetzt schon wieder da reinfahren? Why? Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Zwergi. Oh no, ich seh's. Aber ich glaube, unsere grünen Schaltkreise sind ein bisschen zu schnell für die Kupferkabel. Also die Produktion Hälfte hast? Der Fabrik arbeitet einfach nicht. Ja. Das ist nicht so gut. Nicht so gut, ne? Nicht so gut. Nicht so gut. Es ist schon gut, aber es nicht ist so noch gut. Nicht so gut. Ja, das ist ja jetzt erstmal so... It's too late, apologize. Nee, das war jetzt gerade eine leichte Irritation hier oben. Müsste jetzt gleich besser laufen. Aber interessant, du. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Wallung hier rein. Die Schaltkreise sind sofort weg. Ja gut, aber das liegt mit Sicherheit auch... Sowohl die Base, die snackt natürlich viel, aber auch die... Roten Schaltkreise, die freuen sich auch. Ja, klar. Und bei denen ist es genauso schnell weg. Please wait. Please hold the line. Hold the line. Das müsste eigentlich mehr sein. Aber dafür fehlen uns die grünen Schaltkreise. Und die grünen Schaltkreise produzieren wir nicht in dem Ausmaß, wie wir es haben wollen, weil die Kupferringe da nicht kommen. Ach, guck mal, du bist da schon dran. Warum sage ich überhaupt was? Ich weiß doch auch nicht. Und warum versuche ich überhaupt irgendwelche Sachen zu sagen? Sagen Sachen. Lass das sein mit dem Sagen von Dingen. Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Darum denke nicht gedacht zu haben. So, jetzt machen wir das nochmal komplett von Scratch. From Scratch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Obwohl doch. Moment, das ist jetzt falsch. Eigentlich müssten hier 4 rauskommen. Das ist zu viel. Das stimmt doch alles hier nicht. Okay. Wie machen wir es denn mit denen? Hä, das war doch hier drüben auch in Ordnung. Was habe ich denn da anders gemacht? Ach, da gingen die Äußersten dann auf die Inneren raus. Ja, okay, das müssen wir halt mal ein bisschen anpassen. Okay, pass auf, dann machen wir es hier nochmal anders.
Dauert jetzt eine Sekunde, bis ich das hab, ne? Aber dann wird es hoffentlich gehen. Kein Stress, mein Lieber. Also die zwei, dann geht da das drauf und da das da. So, dann machen wir das hier auch noch. Ah, da gibt's doch auch, da hat bestimmt Lenitz jetzt irgendwo in der Fabrik bestimmt schon mal so einen Verteiler gebaut. Was denn? Ich suche was, was bei der Ausgabe die, ach, wobei, das brauchen wir doch eigentlich hier gar nicht. Können die auch blank so nehmen, ne? Ich überlege. Ich könnte ja einen Vorschlag oben mal hinsetzen, oder? Ah, okay. Was? Wir werden angegriffen. Ist oben drin ist das aber weg. Ja, aber unser Turm ist auch kaputt. Ja, Turm kaputt ist schlecht. So vielleicht. Ach so, dass du ganz auf diesem. Ja, so, ja. Du würdest halt drei volle rauskriegen, nur als Beispiel halt. Mhm. Könntest du zumindest mit drei vollen weiterarbeiten? Also, ich glaube, ganz voll werden sie nicht, weil die Greifarmen das nicht 100% voll hinkriegen, aber wenn es fast voll sind, die dann. Das ist schon. Ja, gut, aber drei das Stück. Am nächsten da dran, was du dir, glaube ich, vorgestellt hast. Ja. Das hat statt einem Band dann drei, was überall rauskommt. Schauen wir mal, ob ich das dann am Ende hinkrieg, so. Ja, das könnte man dann von 6 auf 4 gehen, damit man jeweils mit 8 Vollen halt rauskommt. Das muss ich jetzt dann eh noch ein bisschen nach links verschieben, so wie das aussieht. Keine Ahnung, ob das klappt, was ich hier mache. Bestimmt, Koblu, hab Vertrauen in das System. Vertrauen der gelenkten Demokratie. Entschuldigung, ich habe zu viel Helldivers gespielt in den letzten Tagen. Nachvollziehbar. Ja. Es nimmt mich einfach mit, Koblo. Ich kann da nichts tun dagegen. Okay. Anschließen und dann lassen wir die beiden noch da unten langlaufen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber. Das wirst du gleich sehen, vermute ich. Das werden wir gleich sehen, vermute ich. Vermute ich. Ich habe keine Bänder mehr. Ich bin leer. Bin leer. Ich auch. Warte kurz, ich hol mal schnell einen Zug. Bin gleich wieder da. In meinem Zug wären sonst auch noch welche. Wo ist denn dein Zug? Den hast du nach Hause geschickt. Aber sonst wären da welche. Ach so, ja gut, dann ist es okay, wenn ich meinen geholt habe jetzt. Ich weiß gar nicht, ob da noch welche drin sind. Na. Dieses Fein ist will. Es will. Möchtest du da selber noch überlegen oder soll ich dir einen Vorschlag hinsetzen? Mach nur gerne. Ich hole gerade mal Sachen. Ja, wir brauchen Dinge. Dinge sind da. Was mir wegschickt, Gott sei Dank nicht. Dankeschön. Dann hole ich mir auch noch welche. Die Drohnen sind schneller, Lenz. Die Drohnen sind schneller. Gib alles. Ich muss auch mal gucken, dass ich dann ordentlich treffe, nicht, dass die Hälfte wieder falsch setze. Ja. Mach doch da. Das geht sich auch bis auf eins nicht aus. Echt? Ja, müssen wir noch eins nach unten, ha? Nö, naja, einfach mit dem Tunnelband drüber dann. Übers Gleis einmal. Oha. Es wird etwas. Es eskaliert hier gerade etwas, Code Blue. Ich merk schon. Aber es kommt jetzt schon, die erste Lane kommt schon rein. Hättest du. Hey, hey. Ja. Wo habe ich ein Problem gebaut?
Ach ja, ich bin dumm nur. Das ist okay. Zählen sollte man können. Das kann ich auch nicht. Ich kann nicht gehen, kann nicht stehen. So, mal da oben hängen echt die Züge ein bisschen lang. Was ist mit dem hier? Hab ich Quatsch gemacht? Oh, theoretisch fehlen jetzt nur noch ein paar Bänder, dann müsste das eigentlich funktionieren. Okay, ich hol Bänder. Ich hole keine Bänder, weil Code Blue alle mitgenommen hat. Ich komm schon. Ja, ja. Wo brauchten wir noch Bänder? Sieht doch alles gut aus. Ganz oben. Ah, ja, gut. Die vier Bänder, die kriege ich ja noch rein. Ich finde es auch gut, dass unser Zug mit abhängig von mir seid. Da kommen Kupferkabel jetzt durch, Code Blue. Why? Dann hat's doch nicht funktioniert wahrscheinlich. Nope. Schade. Why? Code Blue, why? Und die werden auf alles aufgeteilt da oben. Warte. Ich muss den Übeltäter noch finden. Ganz unten, warte. Ich habe schon einen Abrissplan hingesetzt. Ganz unten? Ach, der. Lol. Ah, lol. Da hat er so auf das grüne Band draufgesetzt dann. Ah, okay. Sollte jetzt nicht mehr passieren dann. Jetzt sollte es nicht mehr passieren. Ah, so. Der ist wahrscheinlich ein Feld zu weit oben einfach nur gewesen, deswegen. Jetzt kommt nichts mehr. Nö, sollte eigentlich passen. Kommt durch, okay. Dann laufen jetzt auch so ein paar Kupferkabel, wenn ich das richtig sehe jetzt. es läuft, butterweich. Und Code Blue, was sagst du? Weiß es noch nicht. Doch, es schaut gut aus. Jetzt haben wir bloß hier das gleiche Problem wie oben auch. Ich möchte es auf beiden Spinnern haben. Verstehe, verstehe. So, so möchte ich es ja eigentlich haben, ne? So, wie kriegen wir den denn jetzt da nach ganz oben? Das ist noch für mich ein kleines Rätsel. Komm, Luke, ganz kurz noch. Ja? Unten müssen wir es genauso machen, die drüben. Die können nicht mehr ausgeben. Unten müssen wir es genauso machen, die drüben. Die können nicht mehr ausgeben. Ach so. You know? Mhm. Das ist ja auch okay. Ein neuer Zwerg ist in der Nähe. Und dann... Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Master unterstrich Richard unterstrich 89. Ich bin so dumm. So dumm. So dumm, das ist falsch rum. Mist. Markus, danke für die Verschenkung an Master Richard. Vielen lieben Dank. Ja, Mensch. Ja, huch. Lieferst du alles wieder rein? Ja, ich weiß, ich spüre das auch gerade. Das ist nicht so schlau, nicht so ganz schlau. Wir können doch eigentlich von hier mal kurz ausgehen, oder? Ja, das könnten wir. Aber oh, oh, das kann ich nicht, weil ich die Bänder nicht hab. Nee, warte mal, das können wir eigentlich auf der anderen Seite drauf liefern, oder? Warte kurz. Weil dann braucht man nicht so viele Bänder da durchjagen. Also du kannst doch das hier einfach einstellen. Hab ich noch unter? Wenn da. Lisa Tourette. Nee. Code Blue, ich komme. Ganz viel Schoki im Rucksack. So. Jetzt. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Never mind. Da habe ich ein paar Sekunden gebraucht.
Gut. Anschlüsse sind da. Also wenn du es genauso wie oben machst, müsste es klappen. Mhm. Perfetto. Aha, jetzt machen wir da, machen wir noch. Ah, oh, ja. Hast du noch einen Tunnel? Ja, ganz viele. Mehr. Hier fehlt noch ein Tunnel, hier oben, bei mir. Super. Gut. Wenigstens arbeitet jetzt mal alles, ist doch super. Ja, das läuft jetzt auch schön durch. Jetzt schauen wir mal nach oben. Also es läuft noch nicht ganz 100%, ne? Also da könnte man sicherlich noch ein bisschen viel mehr verbessern. Aber jetzt gleich müsste es ziemlich gut reinkommen. Genau, der liefert jetzt an die... Wie das aussieht, die Kabel. Wie die rechts von rechts kommen, ey, das ist so wellenartig raushaut. Ja. Wir hätten gern alles. Mhm. Kann man die nicht noch irgendwie verbessern? Die sind irgendwie noch nicht schnell genug. Wen? Wer ja was? Die Greifarme. Wir brauchen stärkere Greifarme. Nee, warte mal, die reingehenden sind zu langsam, das ist das Problem hier. Kannst die Greifkapazität kannst du erhöhen halt. Ja. Und Geschwindigkeit kannst du gar nicht so viel machen. Nee, wir bräuchten was Besseres als blaue Bänder. Ja. Andere. Ja. Ich denke nicht nur, das Problem ist, wir müssen das wie drüben bei der Kupferlinie machen. Wie habt ihr das denn bei der Kupferlinie gemacht? Mehr Lanes draufgelegt. Also quasi, wenn wir das jetzt doch wieder genau andersrum machen, das heißt, dass wir die nicht auf, also dass wir die auf mehr Bänder nochmal auftauen, aufpacken sollen. Weißt du, wie ich meine? Ja, Bänder. Ja. Also, dass wir das bei der Kupferlane haben wir einfach nochmal ein paar mehr Bänder draufgepackt. Also Kupfer. Ja, okay. Ja, ja, und das aber das, ich denke, das läuft jetzt ganz gut so. Ja, vor allem, wir haben ja immer noch Lücken drin, ne? Also ist ja jetzt nicht so, als würde das... Servira, danke für deinen Raid. ...durchlaufen. Ja, ja. Jetzt warten wir jetzt erstmal, was da läuft. Also wir haben jetzt ein paar... Da kommt schon deutlich mehr, als es vorher noch war. Ja, absolut. Absolut. Jetzt lass mal ganz kurz gucken, wie... Ist auch durchaus gut. Aber wenn man jetzt nochmal nach links schaut, Richtung rote Schaltkreise... Mhm. Ja, das sieht jetzt kurz nett aus... Ja. Und jetzt die Dinger leer. Also, pass auf. Die Produktion läuft theoretisch jetzt bei 7600 die Minute. Und verbrauchen tun wir 3400 die Minute. Aber das steigt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das alles so halten können. Mhm. Das steigt schon an 4000, brauchen wir jetzt theoretisch. Also. Ein neuer Zwerg ist in der... Gucken wir mal, wir produzieren Markus auf jeden Fall mehr, so viel wie überhaupt Franke jemals. Dankeschön, Markus, für den Verschenken an Servira. Ich sag's dir, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Würde uns jemals irgendwas reichen? Also das war ja mehr eine rhetorische Frage, offensichtlich. Steigt schon weiter an im Verbrauch. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt natürlich die roten Fabriken auch gut an... Ja, wobei die laufen teilweise schon ein bisschen voll, ne? Ja, wird besser. Wird besser. Ja, von oben kommt jetzt aber nichts mehr nach. Das ist nicht so ganz optimal. Mal gucken, wie viel es jetzt wird. Ja, nämlich 14.000 Stück dabei, ne? Also, das ist gar nicht mal schlecht, was wir jetzt darüber jagen. Die Frage ist, kommt der schneller rüber, als die Bänder leer laufen? Das glaube ich nicht. Ja, wobei... Ja, auch die Kupferkabel laufen hier leer, ne? Mhm. Der hat schon nur einen 30-Sekunden-Timer. Wie läuft's mit den Kupferkabeln?
Ich denke, der Druck ist einfach zu groß auf dem Ganzen. Wie schaut's mit den roten Schaltkreisen aus? Ja gut, da sind halt 2500 rote Schaltkreise jetzt im System, in dem einen Zug drinnen, ne? Das ja, ist schon... Ich hab's mir gerade in unserer Base angeschaut, das ist schon vernünftig. Jetzt gucken wir mal, was die Base dann auch wegzieht davon, ne? Also das dauert ja auch nochmal ein bisschen. Ja. Aber es staut sich sowohl grüne Schaltkreise als auch die roten stauen sich tatsächlich zurück. Also das ist schon wichtig und richtig. Mhm. Wo kommen die denn? Das kann ich. Okay. Ja gut. Könnte noch ein paar mehr grüne sein gerade, aber vom Prinzip her schon okay. Das haben wir schon schlimmer erlebt hier. So, sagen wir nochmal. Also, was sagt die 1 Minute Produktion jetzt? Die sagt uns, dass wir theoretisch, also wir produzieren jetzt ziemlich on peak grüne. Und die Fabrik scheint wohl mit den Grünen zumindest zurechtzukommen. Das scheint zu passen. Was nicht passt, so wie ich das sehe, in dem Minutenverbrauch, ist die, sind die Kupferkabel. Da könnten wir fast doppelt so viele brauchen. Ja, das klingt realistisch. Und wenn die Kupferkabel einbrechen, ist natürlich ganz schlecht. Und das passiert jetzt auch gerade im Moment. Der Verbrauch von Kupferkabeln sinkt, weil einfach wir produzieren immer 18.000 die Minute. Und wir brauchen fast das Doppelte. Ja. Rote Schaltkreise. Da schaut es gerade so ganz gut aus, aber das schwankt, soweit ich das sehe. Weil wir den. Die können das nicht halten. Okay, also ist unser Hauptsorgenkind aktuell die Kupferkabel. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach die Kupferkabel-Geschichte, den kompletten Bahnhof, so wie er ist, rüber copy-pasten und einfach noch einbauen. Kudlu, kannst du dir nochmal die Kupferkabelproduktion genauer anschauen und auf Fehler prüfen? Und wenn du noch was entdeckst, ist einfach bevor ich es copy-paste am besten ändern. Ich finde, das läuft super. Bist du glücklich? Ich bin total glücklich damit. Erkennen. Ich kein Bahnhof mehr? Ich habe meinen Bahnhof mein Blueprint hier gelöscht, scheinbar. Das ist ja dumm. Dumm. So. Ich glaube, viel mehr kann man gar nicht optimieren. Ja, hier nochmal, aber ist schon. Ich habe gerade in der Base allerdings auch einen Mangel entdeckt. Mangel? Ich lehne Mangel grundsätzlich ab. Ja, vor allem ist es so ein nerviger Mangel. Was für einer? Motoren.
wenig schön. Ja, wir hätten ganz gern von allem etwas, damit wir hier vernünftig produzieren.